Der Dialog mit der Wissenschaft ist etwas, was wir auch unterstützen möchten und fördern möchten. Die Wissenschaft ist oft etwas, wo man denkt, das ist sehr abgehoben, ich verstehe es nicht. Aber ich denke, gerade für die Zukunft ist es wichtig, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, sich damit auseinandersetzen zu können und es besser zu verstehen. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir mit dem Pheno in Wolfsburg, einem der wichtigsten Science-Museen, die es eigentlich gibt, zwei neue Formate entwickeln konnten. Das eine Format ist das Science-Talk-Format, in dem wirklich herausragende Wissenschaftler ihre Forschung präsentieren, diskutieren und das wirklich auf einem hohen, ich sag mal, Weltklasse-Niveau. Und das andere ist Meet the Scientist. In Meet the Scientist haben wir noch einen ganz anderen Aspekt. Da geht es darum, dass gerade junge Nachwuchswissenschaftler auf der Fläche mit unseren Gästen, mit unseren alltäglichen Gästen kommunizieren. Ja, wenn wir von Forschung sprechen, müssen wir offener werden. Wir müssen raus aus unseren geheimen Laboren kommen und müssen unsere Ergebnisse teilen. Wir wollen die Öffentlichkeit mitnehmen. Wir wollen eben zeigen, was vorangeht und auch Lust machen auf die Zukunft, die sich mit dem verbindet, was wir tun. Es gibt diesen einen Moment im Gesicht eines Menschen, in dem Moment, wo er für sich versteht, ich weiß, wie es geht. Und von solchen Momenten der Erkenntnis, des eigenen Mitbekommens, was da passiert, möchten wir mit der Veranstaltungsreihe noch viele, viele Momente generieren.